Da drüben, die Burg Landeck. Oh ja, warte. Ja, hab sie. Jetzt sind wir Klingmünster, ja. Im Klingmünster. Und das vorhin, das war Pleißweiler, ne? Ja. Das ehemalige Kloster Klingenmünster ist eines der ältesten Klöster Deutschlands. Eventuell hat der Merowinger Dagobert das Kloster im Jahr 626 gegründet. 1491 wurde das Kloster in ein Chorherrenstift umgewandelt. Dessen Ende kam 1565. Vom ältesten Kirchenbau aus karolingischer Zeit ist nichts erhalten geblieben. Das Kloster wurde um das Jahr 1100 neu gebaut und es entstand eine romanische Säulenbasilika. Diese wiederum wurde in den 1730er Jahren abgerissen, um Platz zu schaffen für das Werk des Heidelberger Baumeisters Caspar Valerius. Aus romanischer Epoche überdauert haben lediglich die Umfassungsmauern des südlichen Schiffs der Kirche, die beiden westlichen Halbsäulen des Langhauses sowie die Stümpfe der beiden Türme mit den Wendeltreppen und dem zweistöckigen Verbindungsbau dazwischen. Darüber erhebt sich heute ein einfacher Barockturm.
Dies ist das Grabmal der Gräfin Loretta von Zweibrücken-Bitsch, die 1430 verstorben ist. Ihr Grabmal war nicht sehr pietätvoll, in späterer Zeit als Straßenbaumaterial verwendet worden. Unter dem Pflaster hat man dann die Bruchstücke hervorgeholt und wieder neu zusammengesetzt.